Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Absturz zockt Uncharted The Lost Legacy. Wir sind hier wieder mit Chloe Fraser unterwegs und wir haben in der letzten Folge diese rote Tür erreicht und heute müssen wir hier aufs Dach. Und hier unten geht irgendwas ab. Und ich weiß noch nicht was. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sackgasse. Wir sind hier seit Wochen. Wann geht es weiter? Nicht bevor wir hier fertig sind. Jedes Stückchen durch. Oh Gott. Alter Schwede. Geschafft. Naja, das ist halt, ja, Glück des Tüchtigen. Schaut euch. Oh Gott. Die indische Armee meint es ernst. Alter Schwede. Okay, selbst ein Actionspiel hat Schockmomente und ich bin gerade tierisch erschrocken. Fliegt dieser Jet über mich drüber? Irgendwo Feinde? Was? Mindestens zwei Ziele. Das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. Vielleicht ist auch der Sprung falsch. Was zur Hölle? Ich muss eigentlich einfach schnappen lassen. Okay, ihr könnt mich mal. Jetzt hab ich dich. Nein, entkommen kannst.
Hey, danke dir. Runter mit dir. Jetzt gibt's auf die Glocke. Ach, das hätte ich viel früher machen müssen. Wie geil. Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Entscheide dich. Wer ist der mit dem Bart? Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Aber jetzt suchen sie nach uns. Was schlägst du vor? Ich überleg mir was. Okay, also nicht wegrennen, sondern kämpfen. Gut, das ist der Unterschied zu Assassin's Creed Black Flag. Wir kommen jetzt erstmal nicht mehr rein. Da. Komm schon, ich helfe dir hoch. Na bitte. Danke. So, jetzt muss man natürlich mal schauen, wie wir hier runterkommen. Gute Nacht. Ups. Alles okay? Ja. Hä? Und jetzt? Geduld. Stromkabel, okay. Na gut. Sieht nicht gerade sehr sicher aus, definitiv. Aber hier drüben das Regenrohr. Nee, da geht's auch nicht lang. Wo wollte sie denn hin? Ich den Stromkabeln folge. Es muss was mit diesen Kabeln zu tun haben. Oder auch nicht. Kann sie nach unten klettern eigentlich? Nee. So, dann schauen wir mal, wo lang.
Okay, danke. Und hoch. Echt jetzt? Echt. Klettern Sie über die Schilder. Regenrinne. Schön vorsichtig. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Gott. Ich denke mal, ich muss eher hoch. Genau so. Alles klar, mega geil, gefällt mir. Als Assassin's Creed Fan bin ich begeistert. Okay, also die kleinen Tipps hier, die finde ich richtig cool. Na los, hier entlang. Dir ist klar, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. Hä? Cool, okay. Jetzt muss ich, denke ich, mal wieder an die Schilder ran. Probieren. Mit Anlauf. Mit Anlauf, Freunde. Gute Nacht, mein Freund. Hm, aber hier haben wir einen Schatz. Okay. Ein Militärfeuerzeug. Wie geil. The Last of Us lässt grüßen. Macht ihrem Ruf alle Ehre. Oh. Ach nee, ich dachte schon, ich bin jetzt hier wieder. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet, ob es euch gefällt. Ah, alles klar. Mal los. Jetzt musst du nur aus dem Weg gehen da unten. Oh, Scheiße. Sorry. Tut mir leid. Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Oh Mann, okay. Jetzt geht das Gekletter weiter. Aber für uns erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten.
Ich hoffe, das Spiel macht euch genauso viel Spaß wie mir. Es wird immer geiler, von Minute zu Minute, und ich freue mich echt auf die nächsten Folgen. Dran geblieben, reingehauen und liebe Grüße, euer Rob.